Liebe Leute, Mitte November erwartet uns ein Vollmond, der einige Selbstverständlichkeiten in Frage stellen könnte. Der November-Vollmond findet am 15.11.2024 in der dritten Dekade Stier statt. Die Sonne befindet sich auf 24 Grad Skorpion und das große Licht bildet eine Opposition zu Uranus im Stier. Uranus, der große Revoluzer, Reformer und Befreier, bildet wiederum eine Konjunktion zum Mond im Stier. Der Mond ist im Stier erhöht, was bedeutet, dass der Erdsatellit im ersten Erdzeichen eine besonders starke Position hat. Der Stier ist das geduldigste, ausdauerndste, stabilste und gemütlichste Zeichen des Zodiaks. Da der Mond unsere Gefühlswelt symbolisiert, lässt sich leicht erkennen, warum der Mond im Stier so gut gestellt ist. Denn im Stier verleiht uns der Mond mehr emotionale Stabilität und Resilienz. Dadurch, dass Uranus direkt an diesem Vollmond beteiligt ist, können wir die genannten Stierqualitäten sehr gut gebrauchen. Denn wenn Uranus seine Finger mit im Spiel hat, wissen wir nie, was uns erwartet. Uranus kann uns mit Situationen konfrontieren, die so kurios sind, dass wir nie mit ihnen gerechnet hätten. Wenn wir uns in einer vollkommen unerwarteten Situation befinden, ist es sehr hilfreich, wenn wir dabei eine gewisse Ruhe und innere Stabilität bewahren können. Und zu eben dieser inneren Sicherheit und emotionalen Stabilität möchte uns der Mond im Stier verhelfen. Dies ist der vierte und letzte Vollmond, der während des achtjährigen Transits von Uranus durch den Stier in Konjunktion zu Uranus stattfindet. Da Uranus in einem 84-Jahres-Zyklus durch den Zodiac läuft, wird keiner von uns nochmal einen Vollmond im Stier erleben, der eine Konjunktion zu Uranus bildet, außer vielleicht die ganz Kleinen unter uns. Dies ist auch der letzte Vollmond, der sich vor dem endgültigen Zeichenwechsel von Pluto ereignet. Pluto tritt am 19.11.2024 endgültig in den Wassermann ein und in den kommenden 20 Jahren wird der Transformationsplanet, das Zeichen der Technik, des Fortschritts, des Gruppenbewusstseins und der Massenbewegung, einer tiefgreifenden Verwandlung unterziehen. Da Uranus der Herrscher vom Wassermann ist, passt es ausgezeichnet, dass der Vollmond im Stier eine Konjunktion zu Uranus bildet. Die Wochen, in denen wir auf diesen stark uranisch gefärbten Vollmond zusteuern, dürften uns nun endgültig klar machen, dass jetzt eine neue Ära beginnt. Uranus läuft von 2018 bis 2026 durch den Stier. In dieser Zeit finden vier Vollmonde statt, die eine Konjunktion zu Uranus bilden. Und jeder dieser vier Vollmonde markiert eine sehr wichtige Etappe in dem achtjährigen Entwicklungszyklus, den der Transit von Uranus durch den Stier für uns bereithält. Der erste Vollmond, der eine Konjunktion zu Uranus im Stier bildete, fand am 24.10.2018 auf 1 Grad Stier statt. Der zweite Vollmond fand am 31.10.2020 auf 8 Grad Stier statt. Der dritte Vollmond, der nebenbei bemerkt eine Mondfinsternis war, fand am 8.11.2022 auf 15 Grad Stier statt. Und der vierte und letzte Vollmond findet nun am 15.11.2024 auf 24 Grad Stier statt. Ein Vollmond bedeutet immer eine kleinere oder auch größere Bewusstwerdung. Ein Vollmond kann uns ein kleines Aha-Erlebnis oder auch ein großes Erwachen bescheren. Wenn wir auf einer persönlichen Ebene von diesem uranischen Vollmond berührt werden, dürfte es sich jetzt eher um ein großes Erwachen handeln.
Uranus korrespondiert mit unserem Nervensystem und der Mond symbolisiert unsere Gefühlswelt. Da Uranus direkt an diesem Vollmond beteiligt ist, kann unser Nervensystem in diesen Wochen leichter getriggert werden, wobei sich die elektrisierende Wirkung von Uranus auf eine angenehme Art oder auf eine unangenehme Art bemerkbar machen kann. Wenn wir frisch verliebt sind oder uns sehr über etwas freuen, wird unser Nervensystem auf eine angenehme Art stimuliert. Aber wenn wir unter Stress stehen, Angst haben oder wütend sind, empfinden wir die Übererregung unseres Nervensystems als unangenehm. Wenn wir merken, dass unser Nervensystem momentan überreizt ist, sollten wir uns möglichst viel Zeit nehmen, um uns zu stabilisieren. Atemübungen, Meditation, Entspannungsübung, ausgedehnte Spaziergänge in der Natur, ausreichend Schlaf, körperliche Nähe, gute Gespräche mit Menschen, mit denen wir uns wohlfühlen, Yoga, Qigong und andere Arten der körperlichen Bewegung können unser Nervensystem beruhigen und uns zu mehr Ausgeglichenheit verhelfen. Da wir nicht darauf bauen können, dass die Welt in absehbarer Zeit friedlicher und überschaubarer wird, tun wir uns selbst einen großen Gefallen, wenn wir lernen, wie wir unsere Gefühle und unser Nervensystem regulieren können. Wenn wir nicht darauf achten, uns regelmäßig zu erden und zu zentrieren, sind wir energetisch so beeinflussbar, dass wir uns leicht vom Trubel der Welt mitreißen lassen. Dann macht uns nicht nur unsere eigene Unausgeglichenheit zu schaffen, wir lassen uns auch viel leichter vom Stress der Umwelt anstecken. Wenn wir uns also oft gestresst fühlen, sollten wir uns Wege suchen, um uns zu stabilisieren. Damit tun wir nicht nur uns selbst etwas Gutes, sondern auch unseren Beziehungen, denn ein überreiztes Nervensystem führt oft zu Problemen in Beziehungen. Wir sind schnell genervt und fühlen uns überfordert, wenn unser Nervensystem überreizt ist, wodurch es leichter zu Konflikten und Missverständnissen in unseren Beziehungen kommen kann. Wir neigen zu emotionalen Überreaktionen, wir haben starke Stimmungsschwankungen und unsere Fähigkeit, effektiv zu kommunizieren, kann durch ein überreiztes Nervensystem sehr beeinträchtigt werden. Wir können also viele Probleme vermeiden, wenn wir uns regelmäßig um die Regulation unseres Nervensystems kümmern. Der Stier ist das Zeichen der Gewohnheiten und der Lebensqualität. Unsere Gewohnheiten können unsere Lebensqualität enorm steigern oder sie stark einschränken. Von daher stellt uns der Vollmond im Stier vor die Frage, welche Gewohnheiten unser Leben bereichern und welche Gewohnheiten unsere Lebensqualität mindern. Dieser Mondzyklus ist besonders gut geeignet, um Gewohnheiten hinter uns zu lassen, die uns nicht mehr gut tun, oder um neue Gewohnheiten in unserem Leben zu etablieren. In beiden Fällen brauchen wir Geduld und Ausdauer, denn im Durchschnitt dauert es ungefähr 66 Tage, bis sich neue Gewohnheiten verankern oder alte Gewohnheiten abgelegt werden können. Da Geduld und Ausdauer typische Stierqualitäten sind, eignet sich diese Zeitqualität sehr gut für eine Veränderung unserer Gewohnheiten. Eine besondere Unterstützung erhalten wir dahingehend auch von Saturn, der am Tag des Vollmondes wieder direktläufig wird. Saturn ist der Planet der Selbstdisziplin, der Selbstbeherrschung und der langfristigen Ziele. Wenn wir bestimmte Dinge in letzter Zeit zu sehr schleifen lassen haben, kann uns der direktläufige Saturn dazu motivieren, die Zügel wieder in die Hand zu nehmen. Wenn wir uns in den vergangenen 4,5 Monaten, in denen Saturn rückläufig war, etwas orientierungslos gefühlt haben, dürfte uns der direktläufige Saturn mehr Klarheit über unsere nächsten Schritte geben. Auch die Selbstdisziplin wird durch einen direktläufigen Saturn gestärkt, was uns nicht nur entgegenkommt, wenn wir bestimmte Gewohnheiten verändern wollen,
sondern auch wenn wir jetzt ein neues Projekt starten wollen. Der Stier ist das Zeichen der Werte. Während seines 8-jährigen Transits durch den Stier testet Uranus unsere Werte immer wieder auf ihre Substanz und Tragfähigkeit. Uranus im Stier stellt uns vor die Frage, ob wir das Haus unseres Lebens auf dem richtigen Fundament aufgebaut haben. Denn unsere Werte bilden die Grundlage für alle wichtigen Entscheidungen, die wir im Laufe unseres Lebens treffen. Unsere Werte bestimmen darüber, welchen Beruf wir wählen, ob wir eine Familie gründen wollen oder nicht, welche Partner wir wählen, welchen Stellenwert Karriere, gesellschaftlicher Aufstieg und Geld für uns haben, ob uns Naturschutz am Herzen liegt, welche politische Richtung wir vertreten, ob wir religiös, spirituell oder atheistisch sind. Kurz gesagt, unsere Werte sind das Grundgerüst unseres Lebens. Seitdem Uranus im Jahr 2018 in den Stier eingetreten ist, dürften wir durch einige Erfahrungen gegangen sein, die unsere Werte auf die Probe gestellt haben. In einer konkreten Situation könnte ein solcher Wertetest darin bestehen, dass wir uns in einer Beziehung befinden, die uns zwar eine angenehme materielle Sicherheit bietet, in der wir aber nicht die emotionale Erfüllung finden, nach der wir uns eigentlich sehen. In so einer Situation stehen wir vor der Frage, ob wir mehr Wert auf die materielle Sicherheit legen oder ob es uns wichtiger ist, in einer Beziehung zu leben, die uns eine tiefe emotionale Verbindung ermöglicht. Wenn materielle Sicherheit einen höheren Stellenwert für uns hat als der emotionale Austausch in unserer Beziehung, dürfte uns die Entscheidung relativ leicht fallen. Kompliziert wird es, wenn uns beides gleich viel wert ist. Dann müssen wir entweder auf etwas verzichten, das uns sehr viel bedeutet, oder wir müssen einen Weg finden, uns mit der jeweiligen Situation anzufreunden. In dem genannten Beispiel können wir die materielle Sicherheit wertschätzen, die uns die Beziehung bietet, und wir können uns für die Befriedigung unserer emotionalen Bedürfnisse auf unsere anderen Beziehungen konzentrieren. Vielleicht stellen wir aber auch fest, dass wir die finanzielle Sicherheit zwar sehr schätzen, aber dass uns eine tiefe emotionale Verbindung mehr wert ist. In dem Fall würden wir vor der Frage stehen, ob unser Partner bereit ist, mit uns an der Beziehung zu arbeiten oder ob eine Trennung die bessere Lösung ist. Das ist nur ein Beispiel von vielen möglichen Beispielen. Unsere Werte können natürlich auch in ganz anderen Lebensbereichen geprüft werden. Die große Frage ist, wann wir gewisse Abstriche von unseren Werten machen müssen und uns mit der Realität der jeweiligen Situation arrangieren müssen und in welchen Situationen es wichtig ist, dass wir eine Entscheidung treffen, weil wir sonst ewig zwischen den Stühlen hängen. Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass uns diese Zeitqualität vor eine Wahl stellt. Venus, die Herrscherin der Zeichen Stier und Waage, befindet sich im Steinbock und der Beziehungs- und Werteplanet steht im Brennpunkt eines T-Quadrats zwischen dem aufsteigenden Mondknoten im Widder und dem absteigenden Mondknoten in der Waage. Während es im Widder um die Erfüllung unserer eigenen Bedürfnisse geht, geht es in der gegenüberliegenden Waage um das, was andere wollen. Wenn es gut läuft, harmonieren unsere Bedürfnisse mit den Bedürfnissen von anderen oder wir können Kompromisse finden, wenn unsere Bedürfnisse voneinander abweichen. Es kann aber natürlich auch sein, dass beide etwas ganz Unterschiedliches wollen. Wenn es sich dabei um eine Beziehung handelt, die uns viel bedeutet, stehen wir vor einer wichtigen Entscheidung. Venus im Steinbock fordert uns dazu auf, besonnen an die Dinge heranzugehen und die langfristigen Konsequenzen unserer Handlungen zu berücksichtigen. Da uns der starke Einfluss von Uranus nur allzu bereit machen könnte, das Altbekannte hinter uns zu lassen,
bietet uns die erdene, vernunftbetonte, vorausschauende Qualität von Venus im Steinbock ein gutes Gegengewicht, damit wir jetzt nicht vorschnell etwas über Bord werfen, das uns eigentlich sehr viel bedeutet. Wenn wir momentan im Beruf oder in einer Beziehung durch eine schwierige Phase gehen, werden unsere Geduld und unser Durchhaltevermögen auf die Probe gestellt. Der Steinbock testet unsere Selbstbeherrschung und unsere Fähigkeit, in emotionalen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Venus im Steinbock möchte uns dazu verhelfen, langfristig zu denken. Wir sollten jetzt nicht etwas aufs Spiel setzen, das uns auf lange Sicht dient, nur um ein kurzfristiges Gefühl der Befriedigung oder Erleichterung zu haben. Im Skorpion geht es um die Ressourcen von anderen und im Stier geht es um unsere eigenen Ressourcen. Ein Vollmond auf der Besitzachse Stier-Skorpion stellt uns immer vor die Frage, wie gleichgewichtig das Teilen von Ressourcen in unseren Beziehungen abläuft. Wenn wir uns in einer beruflichen oder privaten Beziehung befinden, in der einer von beiden viel mehr einbringt als der andere, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es jetzt zu Spannung in der jeweiligen Beziehung kommt. Uns könnte jetzt der Geduldsfaden reißen, wenn wir das Gefühl haben, dass wir ausgenutzt werden oder dass wir nicht gewertschätzt werden. Da uns diese Zeitqualität aber dazu auffordert, keine voreiligen Entscheidungen zu treffen, sollten wir uns lieber erstmal eine Auszeit nehmen und Distanz gewinnen, bevor wir etwas sagen oder tun, das wir im Nachhinein bereuen. Wenn wir uns jetzt nicht gerade in einer Notsituation befinden, die ein schnelles Handeln erfordert, können wir uns ausreichend Zeit nehmen, um aufwühlende Erlebnisse zu verdauen. Wenn wir uns allerdings sicher sind, dass etwas endgültig ausgedient hat, gibt es kaum eine bessere Zeit für einen großen Befreiungsschlag. Liebe Leute, wie immer könnt ihr euch sehr gerne persönlich von mir beraten lassen. Ich führe Sitzungen über Zoom, über Skype oder auch über andere Anbieter durch. Ich führe auch telefonische Sitzungen durch. Ich erstelle auch Aufnahmen zu Geburtshoroskopen, Partnerschaftshoroskopen, Kinderhoroskopen, zur persönlichen Zeitqualität, also eine Prognose. Auf Anfrage erstelle ich auch Aufnahmen zu sehr speziellen astrologischen Themen, die sich gerade auch für diejenigen von euch eignen, die sich selbst schon mit der Astrologie beschäftigen. Ich arbeite auch intensiv mit dem Tarot und mit der Numerologie. Geht gerne auf meine Website, dort könnt ihr euch ausgiebig über meine Arbeit informieren. Ihr könnt auch gerne auf meinem Blog vorbeischauen, auf dem ich das volle Transkript zu diesem Video gepostet habe. Ich werde den Artikel hier in der Infobox unterhalb des Videos verlinken. Diejenigen von euch, die in Zukunft gerne automatisch benachrichtigt werden möchten, wenn ich einen neuen Artikel auf meinem Blog poste, können mir gerne ihre E-Mail-Adressen zuschicken, dann nehme ich euch in meinen Verteiler auf. Wie immer freue ich mich auch sehr über eure Spenden für meinen YouTube-Kanal und ich bedanke mich von Herzen bei allen von euch, die bereits gespendet haben. Bei allen bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich wünsche uns einen erfolgreichen und hoffentlich positiv befreienden Vollmond im Stier. Bis bald, ciao!